Willkommen zurück bei unserer Tätigkeit in Echo. Ja, es gibt nichts Spannenderes als Straßen bauen und Berge zu versetzen. Nein, den habe ich schon ein bisschen abgetragen. Ein ganz klein wenig aber nur, weil ich gucke nicht so gerne vom Straßenrand direkt auf so eine Steilwand. So geht das gerade noch so. Wir müssten aber einmal jetzt tatsächlich mal zum Hamster hin, weil der hatte mir jetzt zwar nicht zwischen den Folgen, sondern während unseres Telefonates nachmittags hat er... Habe ich ihm gesagt, er möchte seine Asphaltstraßen mal in einen Holzwagen mal reinlegen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Da hat er mir gerade nichts von gesagt, aber wir schauen einfach mal. Wir düsen einfach mal zu ihm hin. Der ist jetzt natürlich leider offline. Aber, mal gucken. Echt, also hier liegen echt, das ganze Tier liegt hier immer auf der Straße. Das ist echt schlimm. So, wollen wir mal gucken. Uah. Leitplanke. Danke. Was lag da? Oh, Holz. Das lasse ich liegen. Das lasse ich hier liegen. Über 100 Frames haben wir jetzt. Wow. Das, hui. Das ist mehr als das Doppelte, als was wir bei uns in der Schmiede haben. So, mal gucken, haben wir hier irgendwo vielleicht so einen kleinen Bollerwagen mal in Sichtweite? Nö, ne? Nee, da hat er schon allerhand Asphalt. Ich guck mal kurz. Wahrscheinlich hat er es vergessen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, da im Lager habe ich keinen Zugriff drauf, glaube ich. Komm, ich gucke einfach mal. Gucken wir mal, ob wir darauf Zugriff haben. Ja, haben wir. Oh, das ist natürlich... Ui, das ist natürlich eine Menge. Da sind eine Menge Straßen. Vielleicht solltest du einfach mal so rauskrabbeln. Ich meine, die wollte er ja eigentlich nicht haben, ne? Eigentlich. Ist ja nämlich dunkel. Ich klaue die einfach mal. Ja, die klauen wir ihm einfach mal. Ja, juhu. Ich hoffe, das ist auch noch alles aktuell. Denn sonst, obwohl wir haben genug Asphalt. Von daher. Oh, ups. Oh, hier liegt übrigens eine Schubkarre drin. Und eine Schräge und Müll und. Uiui. Achso, Hamster, wenn du das siehst, wenn du das sehen solltest. Müll kannst du verbrennen. Ne? Kannst du schön Kohle draus machen. So, gibt auch Skillpunkte. Und Lehm. Oh, Lehm. Ja, Lehm. Oh, nein, das ist sein Lehm. Den darf ich nicht anrühren. So, den braucht er bestimmt noch selber. Und er wird ihn brauchen. So, dann wollen wir mal wieder ganz schnell mal zurück. Ja, von wegen zurück. So, hier jetzt aber zurück. So, ja, mal gucken, wie wir das am besten jetzt mal machen. Dann müssen wir mal ganz schnell so einen Bollerwagen machen. Moment, ich muss mal kurz gucken, bis wohin ich denn hier auch zurücksetzen kann. Ganz zurück, alles klar. Einfach geradeaus. Geradeaus. Für Muschi Klaus. So, dann hier mal so. Ja, nicht so schnell. So ist das alles. Toppi. Oh, sorry. Ich habe da gerade was überfahren. Was war das? Ach so, na gut, das ist ein Stück Holz. Ein Stück lebender Baum. Toter Baum. Baumleiche. Was ist das wieder? Ich habe da gerade wieder was im Augenwinkel gesehen. Ach so, das war so ein Schenkel von so einem Hirsch, alles klar. Na gut, dann geht's ja. So, ich habe übrigens noch nicht gesehen, wo er hier gebaut hat. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ach, wahrscheinlich das da. Das gucken wir uns später an. Wenn es fertig ist. Noch sieht man da nicht viel. Außer auf der Mappe. Ja, ist ein bisschen eng hier die Strecke. Die werden wir ein bisschen verbreitern müssen, aber ist auch nicht schlimm. Das mache ich gerne. Aber auch gerne außerhalb der Aufnahme. So, jetzt müssen wir ganz schnell mal hier rein. 41, 94, ganz komisch. So, ein Holzwagen. Holzkarren haben wir hier. Da brauchen wir zwei... Oh, jetzt haben wir natürlich hier das Ganze... Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay. Erstmal zwei Holzräder. Holzrad 2. Dafür brauchen wir einen. Und ein... Nein. Ein Bollerwagen. Gut. So, Holzrad. Dann schauen wir mal. Haben wir irgendwie Zugriff auf ein Lager Holz? Nee. Okay, das ist ja nicht schlimm.
Es ist zwar auch nicht sonderlich schön, aber auch nicht schlimm. Dann machen wir es von hier aus mal. Drei Stück braucht man, ne? Drei Stücken Hyundogs. So. Gleich mal reinschmeißen. Und dann darauf warten, dass es fertig wird. Ja, 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 so ist das gut. Ja, super. Träumchen. Erstmal ganz schnell hochscrollen. Und da ist der Bollerwagen. Sehr gut. Den stellen wir einfach mal hier hin. Dann wollen wir hier erstmal wieder die 130. Oh. Ja, das hat ja echt gut geklappt. Das ist, ja, Marc, du bist echt der Buller. 100. 130. Mensch, mal gut, dass so eine gerade Zahl war. So. Dann können wir unsere auch noch loswerden dann. Ne, machen wir nicht. Das machen wir mal nicht. So, und jetzt haben wir hier das spezielle, schöne Werkzeug. Und ich hoffe, das funktioniert. Das wäre schön. Nein, es geht nicht. Es geht. Warum geht das nicht? Das ist voll die Sauerei. Nein, es geht nicht. Ach, doch, es geht. Toll, ist der Bollerwagen weg. Das ist toll. Ja, das ist sehr schön. Muss ich jetzt wirklich hier 130 Blöcke irgendwo hinsetzen? Das ist ja echt nicht so schön. Vielleicht klappt es dann mit dem Lager. Das hat ja mal geklappt. Ich weiß nur nicht mehr genau wann, aber es hat mal geklappt. So. Vielleicht klappt es ja jetzt. Mal gucken. Es klappt immer noch nicht. Das ist ja echt nicht schön. Ja, das ist nicht gut. Nee. Passt sogar nicht mehr mal rein. Das ist echt... Oh. Ja gut, das war jetzt ein Klickfehler. Sorry dafür. Ach so, das wird ja nicht entfernt. Ach Mensch. So, jetzt mal so. Und komm, dann machen wir das mal einfach mal hier so. So, so geht das. Denn das wollte ich so auch damit machen. Aber ich weiß nicht mehr, warum das nicht mehr geht. Das ist echt... Das ist doch nicht wahr. Ach Mann. Na, mal gut, dass wir es jetzt auch in der Aufnahme machen. Das ist bestimmt ganz, ganz sinnvoll, obwohl wir diese Aufnahme eigentlich Straßen bauen wollten. Das ist immer ganz, ganz toll. Als Vorführeffekt ist immer sehr, sehr angenehm. Und wenn es dann auch noch anfängt zu lecken, dann ist das ganz besonders toll. So. Jetzt habe ich meinen Frust mal wieder von der Seele gesprochen und jetzt geht's weiter. Wenn Echo mich lässt. Aber nur dann. Ich bin so doof. Ich bin so strunzendoof. Ich setze hier natürlich alle Blöcke hin und die werden einfach nicht weniger. Das ist echt toll. Ach Mann. So, vielleicht, ja. Hätte mir nicht gerade jemand Bescheid sagen können? Nein, hätte natürlich niemand, weil ich ja gerade aufnehme. Ja, und das noch nicht mal live. Das ist sehr schade. Und wenn es leckt, ist das noch viel, viel schader. Ist schader überhaupt ein Wort? Das ist viel, noch viel mehr schade. Ah, immer dreimal mehr wie du. So, hier jetzt. Nein, nicht mit der Kettensäge. So geht's leichter. So, mal gucken. Weil wir, ich weiß auch nicht, wo ich den ganzen Asphalt hinschmeißen soll, weil wir haben ja noch ein paar hundert Blöcke. Von daher ist das natürlich etwas ungünstig, wenn wir selber noch so viel Asphalt hier rumliegen haben. Ja, es hatte mal geklappt, dass man ganze Lager abbauen konnte mit dem Werkzeug, aber na gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappen würde. Das würde klappen. Nehme. Nee. Och Mensch, das ist so fies und gemein. Na gut. Da müssen wir einfach mal drüber stehen. Ich wollte es nochmal versuchen, ne? Jetzt müssen wir hier immer noch so viele Blöcke immer noch hinsetzen, damit wir die gleich entfernen können. Das ist immer ganz, ganz toll. Aber naja. Achso, Hamster. Hamster Max, wenn du die Steine davon haben willst, einfach Bescheid sagen. Ich habe da noch ein paar. Also zwei, drei habe ich noch am Lager. Die kannst du gerne haben. Ach ja, schön. Zwei, drei Steine. Schön wär's. Wenn es nur so wenige wären. Aber, also ich habe hier noch ganze Bollerwagen voll, ne? Also... Kannst du auch gerne einen mitnehmen, musst du nur selber umformen. Ach ja. Nein, das muss er alles gleich machen. Er will den Asphalt aber loswerden, das wusste ich ja. Ich weiß nur nicht, ob das immer noch aktuell ist. Oh. Soweit ich weiß aber schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir echt nicht sicher,
ob das immer noch aktuell ist. Seine roten Augen sind nicht sehr vertrauenswürdig. Ach ja. Habt ihr gesehen, was man für Grimassen schneidet? Das ist echt toll, ne? Ja, Entwickler, da habt ihr euch... also diese Mundanimation ist zwar schön, aber irgendwie auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich daran jemals gewöhnen kann. Aber hab ich reingelegt, ne? Ja, gut, alles klar. So, jetzt können wir wieder zurückfahren. Zu unserer eigentlichen Tätigkeitsstätte. Moment! Die natürlich hier schon anfängt, weil, ne, siehst ja selber. Ja, das ist toll. Ja, ja. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ich hoffe nur nicht so lange. Dann habe ich nämlich gar nicht gedacht, dass wir hier auch noch den ganzen Boden noch rausklöppeln müssen. Mit Peter Klöppel. Das habe ich völlig vergessen. Aber ist ja nichts Neues. Das kennt ihr. Ihr seid ja Kummer gewohnt, von daher. Nö. Ich möchte ja auch nicht unbedingt auf den Lagern gerade rumstiefeln, weil die hören auch irgendwann wieder auf. Ne? Hier zum Beispiel. Hier hätten wir jetzt ganz schön Abflug gemacht. Warum? Was machst du? Lass das doch mal. Warum ist hier jetzt ausgerechnet hier? Warum ist hier ein Stück Holz? Warum? Och, Mann. Und warum steht mein Quatsch jetzt da hinten? Mann. Na gut. Dann machen wir es so. Wir können natürlich das auf den Gehsteig auch hier lang latschen. Das können wir auch machen. Ich wünsche mir etwas Schnelleres als den Hammer. Also ein Hammer ohne Textur, bitte, das wäre schön. Haben wir in Form des schönen Werkzeugs, aber das hat ja, wie man leider gerade gesehen hat, auch einen Nachteil. Nämlich, dass Blöcke, die man gesetzt hat, nicht abgezogen werden. Das ist natürlich vorteilhaft. Na klar, ist halt ein Kreativwerkzeug. Aber fürs Let's Play möchte ich das nicht unbedingt deshalb nutzen. Also deshalb möchte ich das fürs Let's Play nicht unbedingt nutzen. Genau, so. So wäre der Satzbau korrekt. So, dann wollen wir mal hier... Ich habe ja eingangs gesagt, also eingangs, letzte Folge, habe ich ja gesagt, wir haben es ja gefragt, warum er sich neuerdings so gut anhört. Nein, aber ich verrate es nicht. Nein, das ist, naja, es ist, vielleicht der Ungeduld geschuldet, vielleicht, eventuell. Und, naja. Es hat jedenfalls nichts mit der Technik zu tun. Alles gut. Ach ja. Aber er hat ja in die Gruppe gepostet, von daher. Es war schon lustig. Es war schon lustig. Aber Hamster, tröste dich, ich bin auch nicht unbedingt Fan davon. Aber, naja. Wann brauche ich sowas schon mal? Wann brauche ich schon mal eine Bedienungsanleitung für ein Gerät? Seien wir mal ehrlich. Wer nutzt heutzutage schon Betriebsanleitungen? Für allgemeine Geräte, die man halt, die man halt eigentlich zu bedienen weiß. Oder es zumindest glaubt. Gut. Ich will das auch nicht weiter vertiefen, alles gut. Siehst du, Hamza? Ich hab noch nicht mal was verraten. Ich habe nur gerade die Zuschauer alle ein bisschen angespitzt. Nein, geil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja, was der Fehler war, aber auf jeden Fall, und das ist das Wichtige, er hört sich mittlerweile klar und deutlich an und keine Störgeräusche mehr von hinten und kein komisches Geräusch mehr so nebenher und, ne? Ach ja. Nein, Hamster, ich verrate nichts, keine Sorge. So, ich halte mich da zurück, weil es geht. Irgendwann vielleicht mal. So, ja, wie ihr richtig gehört habt, morgen... Wenn diese Folge rauskommt, ist es schon gestern gewesen. Spielen wir zusammen TTT. Wahrscheinlich sind wir dann alles nur noch Feinde, deswegen habe ich mich auch bei Hamster noch bedankt. Und habe ich mich bei ihm bedankt? Wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Dankeschön, Hamster. Und ich hab ihm ja gesagt, es war trotz allem schön. War es auch, aber ne, TTT zerstört Freundschaften. Das war so, ist so und wird auch immer so sein. Das ist halt so. Und da kann ich nichts zu. Und der Hamster auch nicht. So.
Setz mal hier endlich mal. Ja, setz doch mal die Blöcke da. Ich wollte gerade flüssig hintereinander wegsprechen, aber wenn mich Echo wieder nicht lässt, dann kann ich das natürlich nicht. Also Echo ist daran schuld, dass ich hier meine Sprachfehler habe, ne? Jetzt weiß ich noch mehr, nicht mal mehr, wie ich das jetzt ausdrücken soll, weil mir gerade das Wort nicht einfällt. Toll. Aber gut. Meine verbalen, na, Problemzonen. Ah, das ist doch schön ausgedrückt. Das ist sehr schön. So, eventuell vielleicht... Sind wir hier noch richtig? Warum ist das jetzt so komisch hier? Warum habe ich da überhaupt was abgebaut? Ich werde schon meine Gründe gehabt haben. Ich werde es euch mitteilen, sobald ich sie kenne. So, machen wir hier gleich mal weiter. So viele Blöcke haben wir nicht mehr. Das war es auch schon. Das ist schön. Jetzt können wir gleich wieder zurückrasen hier. Alter, hin und her. Aber hey, wir haben tatsächlich das geschafft, weitestgehend, was wir diese Folge schaffen wollten. Bisher jedenfalls noch. Kann sich natürlich auch immer noch ändern, wenn wir nicht in Überlänge gehen. Also wir werden wahrscheinlich in Überlänge gehen. Ein paar Minuten zumindest. Und dann, damit die Strecke hier fertig wird. Ne? Dann haben wir es fertig und dann müssen wir uns darum auch nicht mehr kümmern. Dann können wir auch schon bald mal unsere Läden mal aufbauen, unsere Geschäfte. Da brauchen wir aber auch noch einen schönen Bauplatz. Und ich habe mir immer noch nicht ausgucken können, wo die denn am besten Platz finden würden. Ich weiß es nicht. Es wäre mir ganz lieb, irgendwie im Waldbiom, also in der Wüste. Ich weiß nicht, will nicht mal alles in der Wüste bauen. Die Wüste vielleicht als Baugebiet auszuwählen, war vielleicht nicht unbedingt die klügste Idee, weil es dann immer sehr trist ist. Aber hier ist immer alles sehr schön. Deswegen bin ich hier auch lieber, glaube ich, als in der Wüste. Aber in der Wüste, da kann man besser bauen. Da kann man schneller bauen. Na gut, schneller vielleicht nicht, wegen der ganzen Kakteen und Agaven, die da halt rumgrutzen. Ja, das ist halt, hängt so ein bisschen, ne? Hinkt ein bisschen, aber okay. Aber wir, stimmt. Weißt du, was wir noch machen müssen? Wir müssen den Weihnachtsbaum noch umhauen, da hinten. Ist ja nun schon vorbei, ne? Ja. Alter, oh. Nachdem ich Neujahr und Silvester verpennt habe, also andersrum eigentlich, Silvester und Neujahr, in der korrekten temporalen Reihenfolge natürlich, und nicht tatsächlich im RL verpennt, sondern einfach, ja, hier mal wieder in-game, ne? Weil ich nehme ja immer ein paar Tage vorher auf und deshalb gerät das schnell in Vergessenheit. Es tut mir leid. So, vielleicht hier mal, ja, Kurve gleich mal gleich an. Das machen wir gleich. So, hier nochmal, hier Kalkstein. Ich nehme jetzt einfach hier irgendwas mal, ne? So. So, ja, vielleicht hier so. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Der war natürlich nicht richtig. Der ist richtig. Der war falsch, glaube ich. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Egal. Der ist richtig. Der ist richtig. So, hier war aber kein Leben mehr drunter. Das habe ich schon kontrolliert, mehrmals. Um wirklich ganz, ganz sicher zu sein, dass ich hier nicht wieder mitten in der Folge meiner Lebenssucht verfalle. Gucken wir mal, wie schnell wir hier tatsächlich durchkommen. Wir müssen doch nicht mal in Überlänge gehen. Das ist doch perfekt. Perfekt. Perfekt, ja, perfekt. So, dann müssen wir hier noch gleich eine Kurve irgendwie angleichen. Ja, dann, das heißt, die können eigentlich schon wieder raus. Das ist toll. So, hier brauchen wir keine Kurve. Hier möchte ich noch Kurve. Hier möchte ich eine Kurve. Da möchte ich eine Kurve. Ich weiß noch nicht, wie weit. Wie weit machen wir so eine Kurve? Ein bisschen wenig, ne? Ist ein bisschen wenig kurvig. Ja, ist ein bisschen zu wenig. Komm, hier machen wir nochmal so. Vielleicht so? Würde das vielleicht reichen? Das könnte reichen, ne? Das könnte schon gut sein. Hier brauchen wir keine Kurve, weil hier haben wir Rampe und das wird, da wird nichts mit Kurve. Das wird so nichts. So, 1, 2, 3, 4 war das, ne? 4? 1, 2, 3, 4. Ja, und was haben wir da an Kurvengröße? Kurvenweite? Das kann ich überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil das hier ist eine 1, 2, 3, 4, 5er Breite. Und das hier ist eine 1, 2, 3, 4, 5er Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht genau, wollen wir da auf 5 hochgehen oder... Weil 6 ist schon ein bisschen sehr gewaltig.
Ja, 5 wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel für hier. Ja, ich glaube, das lassen wir lieber so dabei erstmal. Dann ist das okay. 2, 3, 4, 5. Guck mal, dann kommen wir ja nämlich auch ganz gut rum. Dann ist das auch okay so. 1, 2, 3, 4. Es waren 4. Es waren keine 5, Marki, es waren 4. Dann kommen wir noch viel besser rum. Das ist schön. Gut, also nächste Folge machen wir erstmal hier Kurven anpassen. Die da auch. Die da, die tolle Kurve hier. Da muss ich mich noch mal ganz kurz ausmuten. Noch zum Ende der Folge mal eben kurz das Mikrofon voll husten. Das ist ganz toll. Ja, gut. Also ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Echo wieder. Ihr wisst, was wir nächste Folge machen. Vielleicht machen wir auch noch irgendwas mehr, weil nur Kurven, das wäre ein bisschen wenig für die Folge. Dann dauert die vielleicht nur 5 Minuten. Wir werden noch was Schönes anderes machen. Wahrscheinlich reißen wir den Tannenbaum noch ab. Bestimmt, der muss ja auch wieder ab, ne? Und Leitplank müssen wir ersetzen. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Alles klar. Also ich würde erstmal sagen, bis zur nächsten Folge Echo und gehabt euch wohl.